Geladen und am Wort ist der Landeshauptmann aus dem Burgenland, Hans-Peter Doskozil, zu Initiativen für eine starke Region. Sehr geehrte Gäste, wenn wir heute über Stärkung der Regionen diskutieren, haben wir in den Diskussionsbeiträgen bis dato sehr viel darüber gehört, was eigentlich die Idealvorstellung einer starken Region ist, was wir uns wünschen über vor Ort bestehende Arbeitsplätze und entsprechende Infrastruktur, Verkehrsanbindungen, öffentlichen Verkehr, auch Gesundheitsversorgung, Spitäler, beste Bildung. Wir müssen uns aber die Rahmenbedingungen, um das zu erreichen, auch vor Augen führen. Es wurde richtig gesagt, dass wir, wenn wir nach Brüssel schauen, den Grundsatz und das Prinzip der Subsidiarität einfordern. Kritisch müssen wir uns aber trotzdem hinterfragen, fordern wir und leben wir den Grundsatz dieser Subsidiarität, insbesondere wenn wir heute hier zu Gast in der Länderkammer sind, auch in Österreich. Ich darf nur daran erinnern, dass wir seit Jahrzehnten höchstwahrscheinlich schon sehr intensiv darüber diskutieren, wie ist es denn bestellt um unsere Kompetenzverteilung? Wer sollte denn die Aufgaben bestmöglich erledigen? Ist es der Bund? Sind es die Länder? Sind es die Gemeinden? Leben wir auch in diesem Bereich denn tatsächlich auch diesen Grundsatz der Subsidiarität, den wir als bestmögliches Modell auch Richtung Brüssel rufen? Das ist die eine Frage. Die andere Frage ist für mich auch, und das sind eben die rechtlichen Rahmenbedingungen, über die Frage der Kompetenz und auch die Möglichkeiten, Regionen vor Ort zu entwickeln, die Möglichkeiten, auch Entscheidungen vor Ort zu treffen, wenn wir ernsthaft davon ausgehen, und das, ich gehe davon aus, dass das Gesagte auch so zu verstehen ist, dass wir darüber diskutieren müssen, die Entscheidungen auch dort zu treffen, wo sie vor Ort am besten wahrgenommen, wo die Bedürfnisse am besten wahrgenommen, gefühlt werden, dann müssen wir uns diese Frage stellen und dazu brauchen wir auch Lösungen. Solche Lösungen aber herbeizuführen, und das ist aus meiner Sicht auch ein Grundsatz der Politik, ist vordergründig sehr schwierig, weil wir sehr oft darüber diskutieren und ich darf da vielleicht auch das Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit über die Frage der Schulkompetenzen, über die Frage der behördlichen Ausgestaltung der Landesschulräte erinnern, wo wir eigentlich ein kompliziertes Konstrukt ins Leben gerufen haben, erstmalig auch in dieser Behördenstruktur Österreichs eine gemischte Bundeslandesbehörde ins Leben gerufen haben, nicht weil es für die Bildung und für die Ausbildung der Kinder wichtig ist, nicht weil es wichtig war, wenn es darum geht zu sagen, okay, wie bilden wir die Kinder und welche Lehrinhalte oder wie findet Bildung statt, sondern weil es einzig und allein immer nur darum gegangen ist, wer ist zuständig, wer hat die Kompetenz, beispielsweise die Direktoren zu bestellen. Das war die Frage. Wenn wir in Zukunft es ernst meinen und es so verstehen wollen, Politik für die Menschen zu machen, dann ist die oberste Prämisse für die Politik aus meiner Sicht, die Politik auch im Interesse der Menschen zu gestalten und nicht im Interesse des Selbstzwecks, nicht im Interesse der Institutionen und nicht vordergründig vorzuschieben, Kompetenzen zu sichern. Daher bin ich der Meinung, wenn wir uns all diesen Wünschen und Zielen, die wir heute schon teilweise gehört haben, verschreiben, und das ist ja unser Auftrag, die Regionen, die Länder, unser Heimatland bestmöglich zu entwickeln, dann ist es unbedingt erforderlich, diese Fragen zu klären. Derzeit, und ich möchte, weil es auch hier Thema ist, auch Beispiele nennen, wirklich auch praktische Beispiele nennen, vor welchen Herausforderungen wir stehen, welche Lösungsansätze teilweise, was wir uns im Burgenland überlegt haben, aber auch an diesen Beispielen veranschaulichen, dass es wichtig ist, dass nicht nur die Kompetenz, die Möglichkeit, sondern auch im Hintergrund die Finanzierung ein ganz wesentlicher Faktor ist. Was passiert denn derzeit? Ich habe es vorhin gehört, es wurde angesprochen, eine 15a-Vereinbarung.
Ja, wir sind froh, eine 15a-Vereinbarung seitens der Länder mit dem Bund abgeschlossen zu haben. Es wird doch immer noch mehr diskutiert darüber, wer auf der einen Seite finanziert das, wer finanziert jenes. Man schaut da gar nicht mehr so sehr stark auf die Kompetenzen, wer zuständig ist. Wir haben einen Finanzausgleich und Grundregeln im Finanzausgleich. Wir haben einen Konsultationsmechanismus. Mittlerweile habe ich den Eindruck gewonnen, dass der Konsultationsmechanismus mittlerweile zum toten Recht geworden ist. Sondern immer wieder versucht wird, und wir sagen mal, wir sind partnerschaftlich tätig, versucht wird, vice versa, Kosten hin und her zu schieben. Das heißt, aus meiner Sicht ist es dringend notwendig, dass wir uns, wenn wir uns dazu bekennen, Österreich, die Regionen, die Länder entsprechend zu entwickeln, einmal klarzustellen, wer hat die Verantwortung und wie sind die Finanzströme dorthin. Ich möchte es wirklich anhand von 3, 4 Beispielen noch erläutern. Natürlich steht es anlässlich der Corona-Situation immer wieder im Fokus. Das ist das Thema Gesundheit, das ist das Thema Pflege. Wenn wir uns vielleicht zurückerinnern an die letzten Monate, haben wir mit dem Bund seitens der Länder sehr intensiv darüber diskutiert, wie können wir die Corona-Ausfälle in der Spitalsfinanzierung kompensieren. Und der Bund hat hier entsprechende Mittel zur Verfügung gestellt, die dann aufgeteilt wurden auf die Länder. In dieser Diskussion bin ich schon darauf gekommen, dass die Spitalsfinanzierungen teilweise unterschiedlich funktionieren. Und das ist bei Gott kein Vorwurf. Eine Spitalsfinanzierung in den Tourismusländern in Westen Österreich funktioniert viel besser. Die Voraussetzungen sind ganz andere, weil die ganz einfach sehr viele Gastpatienten haben. Und mit diesen Gastpatientenelementen plötzlich eine Spitalsfinanzierung funktioniert. Wir beispielsweise im Burgenland haben eine Situation, wo wir uns einerseits dazu bekannt haben, die 5 Standorte unserer Spitäler zu erhalten, aber auf der anderen Seite massive Anstrengungen überlegen müssen, wie können wir diese Spitäler zukünftig funktionieren. Um die Spitäler wiederum am Funktionieren und am Leben zu erhalten, braucht man Ärzte, braucht qualifiziertes Personal, braucht gutes Personal. Man muss in den Regionen vor Ort Medizin anbieten. Es ist heutzutage schon notwendig, man muss Spitzenmedizin anbinden. Denn die Fallzahlen, die wir vor Ort erledigen, die sind wieder dafür verantwortlich, dass wir entsprechende Mittel für den Finanzierungsfonds aus den Kassenmitteln und aus den Bundesmitteln bekommen. Das heißt, die komplette Spitalsfinanzierung ist eine komplexe Angelegenheit, hängt sehr stark damit zusammen, wie sind die regionalen Voraussetzungen, hängt aber auch sehr stark damit zusammen, wie sind die Patientenströme. Und die Patientenströme kann man als Finanzverantwortlich für die Spitäler nur dahingehend beeinflussen, dass man Qualität bietet. Um Qualität bieten zu können, braucht man Ärzte, braucht man gute Ärzte, braucht man qualifizierte Ärzte. Wieso umgekehrt wieder das Finanzierungssystem oder die Gehaltssystematik eines Arztes? Der durchschnittliche, so geht es einmal anhand von ein paar Beispielen, die ich selber auch sehr gut kenne, mit denen ich schon oft darüber diskutiert habe, die durchschnittliche Gehaltsstruktur eines Arztes beispielsweise hat in der Regel 2, 3 Komponenten eines Spitalsarztes vorausgesetzt. Das erste ist sein Gehalt in den Spitälern, der öffentliche Gehalt. Der zweite Aspekt ist die Privatordination. Und der dritte Aspekt ist die Sonderklasseabgeltung. Das ist unser System in der öffentlichen Gesundheitsversorgung in den Spitälern. Wenn man sich heute mit einem Arzt offen und ehrlich unterhält, dann wird ungefähr 40-45% seines Gehaltes auf die Sonderklassenpatienten abfallen. Der geringste Anteil ist der Gehalt in den öffentlichen Spitälern. Das heißt, was hat der Arzt für ein Interesse? Er hat das Interesse, dort Dienst zu tun, dort auch tätig zu sein, wo er natürlich viele Sonderklassepatienten versorgen kann.
Das befördert aber wiederum die Zweiklassenmedizin, wo wir immer sagen, wir wollen keine Zweiklassenmedizin. Aber wir treiben doch durch unsere Systematik die Ärzte in dieses Dilemma, auch diese Zweiklassenmedizin zu befördern. Das bedeutet umgekehrt, aus unserer Sicht, jetzt sage ich, das ist aus Sicht des Burgenlandes, natürlich muss man sich andere Modelle überlegen. Andere Modelle, wie könnte eine derartige Situation in mehrfacher Hinsicht entkrampft werden? Und unsere Antwort beispielsweise für diese eine Frage, was die Spitalsärzte betrifft, wird sein, und ich habe diese Erfahrungen auch gemacht in Deutschland, wir haben sich andere Modelle angeschaut, dass ein Spitalsarzt ordentlich bezahlt bekommt, dass ein Spitalsarzt nicht mehr die Bedürfnisse und die Notwendigkeiten hat, eine Ordination auf die Sonderklassenpatienten Rücksicht zu nehmen oder wo gibt es diese Patienten, sondern dass der ein ordentliches Gehalt hat und es dann egal ist, wer in seine Ordination, die vielleicht sogar im Spital stattfindet, kommt und es ist egal, wer zur Behandlung kommt. Und diese Schritte können wir nur gehen, wenn wir die Kompetenz und die Verantwortlichkeiten in den Ländern haben. Diese Schritte könnten wir beispielsweise in Burgenland nicht gehen, wenn diese Kompetenz bei uns nicht gegeben wäre. Hätten wir die Kompetenz über die Spitäler in Burgenland nicht, würde ich an dieser Stelle behaupten, insbesondere auch deshalb, weil sie immer über den Bevölkerungsschlüssel, über das Einzugsgebiet starr im Hinblick auf die Bevölkerungsanzahl berechnet wird, dann würden uns höchstwahrscheinlich in Burgenland 3 Spitäler fehlen und wir hätten nur mehr 2 Spitäler. Ein zweites Beispiel, für mich ein ganz wesentlicher Punkt auch, wie man Regionen stärkt, wie man aber auch die Verantwortung in diesen Bereichen wahrnimmt, ist der Pflegebereich. Ich glaube, Sie alle wissen, wie intensiv wir über den Pflegebereich über die Jahre hindurch, nicht erst in den letzten Monaten, über die Jahre hindurch diskutiert haben. Es wurde dann zu irgendeinem Zeitpunkt vor den Wahlen der Pflegeregress abgeschafft. Es wurde noch viel früher beispielsweise die Legalisierung, die gesetzliche Legalisierung der 24-Stunden-Kräfte beschlossen. Aber sich darüber grundsätzlich Gedanken gemacht zu haben, wie könnte Pflege tatsächlich funktionieren, was braucht es in einem funktionierenden System, das haben wir ehrlich, wenn wir sie ehrlich sind, nicht bis dato. Und daher gibt es immer wieder die Forderungen und Diskussionen, wir brauchen einen Pflegegipfel, wir brauchen eine Pflegereform. Und was natürlich ganz wichtig ist, wir müssen die Pflege auch finanzieren können. Das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Wir haben uns jetzt auch im Burgenland daher auch die Kompetenzen und auch anhand dieses Beispiels erklärt. Natürlich nutzt es nichts, ständig die Forderung an den Bund zu stellen, zu sagen, wir brauchen jetzt die nächste Pflegemilliarde und die nächste Pflegemilliarde, sondern da ist es, glaube ich, sehr wichtig, sich selbst einmal zu hinterfragen, die Systematik zu hinterfragen und sich einmal klug zu überlegen, gibt es auch andere Modelle und gibt es andere Möglichkeiten, um mit den vorhandenen Mitteln, und die sind eben limitiert, man kann sich alles wünschen, aber die sind limitiert, einen besseren Effekt für die Bevölkerung zu erzielen. Und wir haben uns das sehr genau angeschaut und wir sind für uns zumindest zur Überzeugung gekommen, dass wir, unabhängig jetzt von den Pflegeheimen und unabhängig jetzt einmal als vordergründig, was bei der Pflege zu Hause passiert, wo wir das Anstellungsmodell, das ist ja, glaube ich, hinlänglich bekannt, umgesetzt haben, aber im Mittelbau, wie ist der Mittelbau organisiert? Der Mittelbau ist organisiert mit Tagesheimstätten und so wird es überall sein, höchstwahrscheinlich, die halt je nach Bedürfnissen teilweise, je nachdem wie stark ein Bürgermeister ist, unterschiedlich in den Gemeinden entstanden sind. Es gibt mobile Hauskrankenpflege. Wir haben beispielsweise in Burgenland, glaube ich, über 25 Anbieter mobiler Hauskrankenpflege, wo es keine Struktur dahinter gibt, wo man sagt, okay, wer bedient welche Gemeinde, wer bedient welche Region, da kann es durchaus vorkommen, dass in Gemeinden 4, 5 Anbieter gleichzeitig reinfahren. Und wir haben einen Rechnungshofbericht, der uns klipp und klar sagt, dass die Effektivität
der mobilen Hauskrankenpflege, umgerechnet auf ein Vollzeitäquivalent mit 1740 Jahresarbeitsstunden Arbeitsleistung, höchstwahrscheinlich bei 50% liegt. Und das kann man in dieser Art und Weise nicht akzeptieren. Und wir haben eine Finanzierungssystematik dahinter, die auch ganz offen gesagt, auch das muss man offen ansprechen, die auf Stundenbasis basiert. Stundenbasis von Stundensätze je nach Qualifikation, sei es Pflegeassistenz, sei es Pflegefachassistenz, sei es Heimhelferin, von 60 bis zu 80, 85 Euro. Und das sind natürlich, und das ist ja immer so, in jeden allen Bereichen in der Wirtschaft, in Unternehmen, der Personalkostenfaktor ist der größte Einsatz. Ich will gar nicht darüber diskutieren, was es bedeutet, 80 Euro in der Stunde zu verrechnen, das hochzurechnen, was das für eine Monatssumme ist und was es auf der anderen Seite bedeutet für den einzelnen Pflegeassistenten oder Pflegeassistentin, welchen Gehalt das dieser bekommt. Diese Kluft will ich gar nicht beleuchten. Wir haben uns aber das Burgenland jetzt hier angeschaut und wir haben gesagt, okay, wir müssen mit diesem Angebot erstens strukturierter werden und wir müssen in die Regionen zurück, weil wir immer sagen, Regionen stärken. Und wir haben jetzt ein Modell entwickelt, gemeinsam beispielsweise mit der EPIC, wo wir hergehen und sagen, wir errichten infrastrukturell einen Stützpunkt, wo mobile Hauskrankenpflege angeboten wird, wo ein Tagesheimzentrum angeboten wird, wo betreutes Wohnen angeboten wird. Das ist eine Infrastruktureinheit, umgelegt auf 4.000 Einwohner. Das bedeutet, im Burgenland werden in den nächsten 2 Jahren 68 Stützpunkte entstehen, wo mobile Hauskrankenpflege, Tagesheimzentrum und betreutes Wohnen angeboten wird. Davon werden ungefähr, weil man natürlich auch bestehende Ressourcen zurückgreifen muss und soll, ungefähr 20, 25 bestehende Ressourcen genutzt und in etwa über 40 neue solche Infrastrukturstützpunkte entstehen. Aber das Interessante daran ist, wir stellen die Verrechnungssystematik um auf den Faktor Vollzeitäquivalent, nicht mehr auf den Faktor Stundenverrechnung und erzielen damit den Effekt, dass wir pro Stützpunkt 10 Mitarbeiter beschäftigen können. Pro Stützpunkt 10 Mitarbeiter für diese Einheit, was in der jetzigen Situation bei Weitem nicht möglich wäre. Und das ist natürlich die Möglichkeit einer Vor-Ort-Verantwortung, sich zu überlegen, was ist das Beste für die Menschen. Nicht, was ist, ich sage das auch ganz offen, weil alle betroffen sind, nicht, was ist das Beste für die Institutionen und dann ein entsprechendes Modell auf den Tisch zu legen. Es gibt, nachdem ich sehe, es blinkt schon, es gibt natürlich noch sehr spannende und interessante Themen, beispielsweise, weil es derzeit gerade in aktueller Diskussion steht, auch in einzelnen Bundesländern. Wir beschweren uns immer da, und es gibt einen Wohnraum, die Grundstückspreise steigen. Auch wir im Burgenland merken das ganz massiv, natürlich im nördlichen Teil des Burgenlandes, nicht im südlichen Teil des Burgenlandes. Aber auch wir müssen uns jetzt überlegen, was ist zu tun und was können wir tun. Ich persönlich kann nicht mehr verantworten, dass wir Grundstückspreise haben im Nordburgenland von 3, 4, 5, 6, 700 Euro auf den Quadratmeter. Und ich kann keiner einzigen jungen Familie in diesen einzelnen Gemeinden erklären, wie sie zukünftig mit diesen Grundstückspreisen ein Eigenheim sich leisten kann. Das wird nicht mehr möglich sein. Und vor dieser Herausforderung stehen wir. Und da brauchen wir Antworten. Und die können wir auch selbst geben, diese Antworten. Nur muss man einerseits den Mut haben, auch natürlich, was notwendig ist, die Diskussionen und die Konflikte auszufechten. Aber auch da wieder an oberster Stelle stehen die Interessen der Menschen und der Bevölkerung vor Ort. Und wir werden, und das haben wir eigentlich schon beschlossen, das ist auch schon Beschlusslage, wir werden mit Verordnung Höchstpreise festsetzen, die dadurch in Kombination mit der Frage, wer widmet um und die Gemeinden widmen um. Dahinter, damit Bauland entsteht,
steht immer ein öffentlicher Rechtsakt. Das ist die Umwidmung. Das ist kein Zufall, dass jemand Grund besitzt und sagt, da ist Bauland, sondern das ist eine Entscheidung der öffentlichen Hand, wo soll Bauland entscheiden. Und diesen Faktor, dass das eine Entscheidung der öffentlichen Hand ist, gepaart mit dem Faktor, was sind wirklich realistische Grundstückspreise oder sollen realistische Grundstückspreise sein im Zusammenhang auch damit, was kostet wirklich auch tatsächlich die Erschließung, wird zukünftig auch den Faktor im Burgenland bilden für die tatsächlich mit Verordnung festgelegten Grundstückspreise. Und Sie können sich sicher sein, das wird deutlich niedriger sein wie derzeit der entwickelnde Markt am Immobiliensektor. Und über das Modell im Bereich der Genossenschaften will ich jetzt nicht weiter ausführen. Aber es gibt vielfältigste Themen. Es gibt vielfältigste Herausforderungen. Aber im Wesentlichsten, und wir können der Bevölkerung alles sagen, was wichtig und notwendig ist. Aber wir müssen uns immer wieder grundsätzlich ehrlich begegnen. Wir müssen, das ist aus meiner Sicht das Gebot der Stunde, die Kompetenzfrage und diese dauernde Diskussion Bund, Länder erledigen. Und wir müssen uns auch klar sein, wie finanzieren wir, auch offen und ehrlich transparent gesagt, wie finanzieren wir diese Innovationen. In diesem Sinne sage ich recht herzlichen Dank für die Möglichkeit, ein, zwei Themen hier zu beleuchten. Und ich freue mich schon auf die Diskussion. Dankeschön. So, Hans-Peter Doskozil ist Landeshauptmann im Burgenland. Politik im Interesse der Menschen und nicht regieren im Interesse von Institutionen oder gar als Selbstzweck, das möchte Doskozil. Im sozialen Bereich meint er, 68 Stützpunkte im Pflegebereich würden in den nächsten Jahren im Burgenland entstehen und zu teuren Wohnkosten, sagt er, zu den Grundstückspreisen. Da müsse die öffentliche Hand entscheiden, wo Bauland entstehen solle. Die Preise würden per Verordnung festgelegt.